Yo, yo, yo! Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Leute, in dem heutigen Video veranstalten wir ein Rank-Turnier. Und zwar habe ich es mir eigentlich so gedacht, dass wir so ungefähr 30 Unreal-Spieler gegen so 50 bis 60 Diamant, Gold, Platin, Bronze und Silber-Spieler antreten werden. Und in der zweiten Runde werden wir es so machen, dass ungefähr 20, 30, 35 Unreal-Spieler gegen den Rest halt eben Champion und Elite-Spieler spielen werden. Einfach um zu gucken, ob das halt eben krass ist, wenn man in Unreal drin ist. Aber normalerweise in der Season ist es halt echt nichts Besonderes, weil echt jeder könnte es schaffen, Unreal zu sein. Und ich weiß, es wird wieder irgendwer in den Kommentaren schreiben. Aber warum bist du dann noch nicht Unreal? Ja, weil ich es halt einfach nicht so oft spiele, Ranked. Wenn ich Ranked spiele, dann spiele ich es halt eben nur für dieses YouTube-Format. Privat spiele ich es gar nicht. Ja, Leute, mehr will ich dazu nicht sagen. Und Leute, ich bin gespannt, wie die Geschichte ausgehen wird. Lasst auf jeden Fall ein Like da und ich würde sagen, go, Junge. Okay, Leute. Ach, ich habe eine Sache vergessen gehabt. Ich habe den Performance-Modus noch drin. Oh, Bro, Made in China. Was hat der denn für ein... Als ob der... Der ist doch Platin, Dings, Diamant und Unreal-Spieler, Junge. Kommt der darauf, dass der in Platin oder so ist? Egal, sehe ich ja gleich am Backlink. Jo, die haben auch alle... Die meisten haben daran gedacht, dieses Backlink zu nehmen, dass ich auch den Rang sehe. Ist halt auch gut, weil dann kann ich halt auch eben sagen und einschätzen, welcher Rang der ist, so, weißt du? Ihr dürft euch natürlich verteilen, wo ihr wollt. Das ist euch überlassen. Aber wie gesagt, die goldenen Skins dürfen die goldenen Skins untereinander nicht killen. Und die lilanen dürfen die lilanen Skins untereinander nicht killen. Ja, das würde ich auf jeden Fall auch als goldenen Skin durchgehen lassen. Der hat aber leider kein Dings-Backbling. Deswegen sehe ich den Rang nicht. Das ist ein bisschen blöd. Oh, yo, er hat alles angepasst. Bro, der Marvin. Junge. Digga, Unreal. Das sieht so böse aus. Bro, holy shit. Und sogar noch die Contrails angepasst. Yo, krass. Und den Gleiter sogar noch. Junge, guck mal, wie heftig das mit dem Rang aussieht, ne? Einfach ein Unreal, Digga. Tschüss. Bin ich mal gespannt. Aber ich glaube, die Unreal-Spieler werden gewinnen, so würde ich sagen. Der kann leider nichts gewinnen, weil der Champion-Spieler ist jetzt in Gold gegangen. Aber ist eigentlich nicht in Ordnung, aber egal, ist jetzt egal, Digga. Aber normalerweise solltest du da nicht reingehen. Aber man muss ja auch wiederum sagen, dass die Dings-Spieler, also die, die jetzt gerade in Unreal sind, die wären eigentlich so in Champion vielleicht. Natürlich auch viele in Unreal, aber ich würde sagen, nicht alle. Und du bist normaler, ja okay, du bist ja auch einer, ne? Mit, ich glaube, der hat Diamant-Backbling, ne? Ja, ja, der ist Diamant-Liga. Der ist also auch Team Gold. Es again. Unreal, okay, Bro. Und hat jetzt auch eine schöne Pump am Start hier. Wild Nicola, 73, ist aber auch Champion, ne? Du bist normalerweise kein Unreal-Spieler, mein Lieber. Dich dürfen die Unreal-Spieler killen, Bro. Du hast das, glaube ich, falsch verstanden. Du müsstest normalerweise, wenn überhaupt, dann einen goldenen Skin nehmen. Okay, ich glaube, der hat sich vertan mit der Farbe. Der lässt sich auch killen. Du musst dich leider killen lassen, Bro. Von... Was sind das hier für Leute? Das sind auch Unreal-Spieler, ne? Nein, ihr habt alles richtig gemacht, Digga, weil der ist halt Champion gewesen, ne? Das ist halt kein Unreal-Spieler und deswegen, der hätte nur, wenn überhaupt, dann normalerweise die andere Farbe nehmen müssen, so Gold. Da hätte ich vielleicht dann nochmal ein Auge zugedrückt. Zantanygos, hier haben wir auch nochmal einen Unreal-Spieler. Bruder, wir haben ja echt viele Unreal-Spieler, ne? Normalerweise haben wir eigentlich gesagt so, dass Unreal-Spieler im Nachteil sein sollen, also weniger. Hier haben wir auch noch einen Unreal-Spieler, Digga. Haben wir noch einen Unreal-Spieler? Okay, ich glaube, das wird echt schwierig für die anderen Leute. Aber ich muss auch wiederum... Obwohl, ne, hier haben wir ein paar Goldene. Hier haben wir ein paar Goldene. Böser Bot. Ghost. Was hat der für einen Rang, Digga? Oh, der ist wirklich Goldliga, ne? Stark, Junge. Und welchen Rang hat er hier? Böser Bot. Ah, der ist auch, glaube ich, Goldliga, ne? Oder? Ich weiß nicht. Könnte auch Silber sein. Könnte auch Silber sein. Ich weiß nicht. Ich kenne mich mit Silber, Gold und so, wie das aussieht, kenne ich mich nicht aus. Ich weiß nur, was Elite, Champion und Unreal ist. Und Diamant, weiß ich. Und Platin. Alle anderen drei Symbole kann ich echt nicht einschätzen. Aber hier haben wir jetzt gleich direkt 4 auf Gold gefunden, ne? Hier haben wir nochmal Emil, den Schwitzer, Digga. Boah. Genau so kann ich auch editieren, wenn ich auf europäische Server bin. Mit guten deutschen Ping und nicht mit madrianischen, Bro. Okay, hier haben wir noch einen No-Skin. Ah, ich würde sagen, die No-Skins, die gehören halt eben nicht in die Unreal-Liga, ne? Also Mo und der andere Dude, den könnt ihr eigentlich Gold-Liga, Silber-Liga, könnt ihr killen. Die spielen auch nicht wie Unreal, Leute.
Leute, muss man halt einfach sagen. Deswegen würde ich die beiden No-Skins auf jeden Fall in Gold, Diamant, vielleicht Platin, so die Geschichten. Okay, der versucht hier zwar nochmal ein bisschen zu editieren, ging aber so ein bisschen in die Hose. Hier haben wir doch nochmal Aqua, der ist auch ein Unreal-Spieler. Aber ich glaube trotzdem, dass Unreal-Spieler im Nachteil sind. Guck mal, hier haben wir jetzt nochmal einen Goldenen, der hat echt alles krass auf Gold angepasst. Und ich glaube, der ist auch in der Goldliga drinnen, ne? Ich glaube, das ist Gold 2 oder so. GG macht der. Wild Pro. Hälfte schon dead, Digga. Du musst eigentlich zu deinem Team. Oha, was geht hier ab? Ja, die Unreal-Spieler werden, glaube ich, gewinnen. Sieht man eigentlich schon hier. In der ersten Runde zumindest, aber macht so den Eindruck, ne? Was ist hier oben? Hier haben wir auch nochmal einen Unreal, Digga. Der ist, glaube ich, ein Goldener, ne? Ja, ja, hier ist ein Goldener. Hier ist auch ein Goldener und ich glaube, hier auch, ja? Oder? Ja, hier ist auch nochmal ein Goldener, Digga, okay. Ey, hier sind auch noch ein paar Lamas, ne? Okay, okay, Christos hat geklärt. Braucht jetzt ganz schnell. Ja, ich glaube, das ist sogar der Bottyboy. Bottyboy. Das ist der No-Skin gewesen, der von der goldenen Kackwurst gekommen ist. Mit dem anderen No-Skin, glaube ich. Und Christos und Marvin hier, die beiden Unreal-Spieler, team richtig vernünftig miteinander. Krank, 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 krank. Und bei MVRT, ja, den würde ich auch so auf Goldliga oder so schätzen. Ich sehe halt seine Skin-Kombination nicht. Das könnte halt aber echt daran liegen, dass ich Performance-Modus drin habe, ne? Deswegen, ich weiß halt nicht. Aber ich werde ja später sehen, wenn die Unreal-Spieler mit dem hier teamen, dann weiß ich ja eigentlich direkt Bescheid, dass das hier, ja, ich glaube, das ist ein Unreal-Spieler, ja, ja. Okay, der hat bestimmt so einen lilanen Skin oder sowas, nur ich sehe den halt einfach nicht. Hier bei den Vieren geht auch die Post ab, aber das sind alles goldene. Okay, Bro. Aber krass, dass so viele Leute diesen Schwitzer-Skin haben. Ich glaube, den haben sich auch viele gekauft, aber hier das alles, die Unreal-Spieler haben hier schon komplett aufgeräumt, das sehe ich doch schon. Aber wisst ihr, was interessant ist? Ich sag das jetzt auch schon mal vorab, wenn wir gleich im Endfight sind und es leben nur noch Unreal-Spieler, dann fighten die Unreal-Spieler gegeneinander. Deswegen sorgt dafür, dass ihr genug Blue Life habt, Green Life und so weiter und so fort. Aber erst, wenn ich lossage, dürft ihr gegeneinander fighten im Endfight. Und ich glaube, das wird am Ende dann richtig interessant, weil dann leben ja nur noch Unreal-Spieler am Ende, ne? Wir zählen einmal durch. Unreal, 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 Unreal. No Skin, aber auch Unreal. Auch Unreal weiß ich schon. Der ist bestimmt nicht Unreal. Ja, der ist Diamant, glaube ich. Okay. Den würde ich auch auf Unreal vermuten. Auch Unreal-Spieler. Krass, dass ihr euch daran gehalten habt mit dem Dog-Text hinten als Backbling. Auch Unreal. Ja, ist vorbei, Digga. Ich glaube, die Unreal-Spieler haben schon gewonnen. Wer ist das hier, Digga? Oh, Dalgi geht pushen. Ohne Name 97 GG, Bro. Aber du hast fast gewonnen. Der hat mit 12 Leben überlebt. Echt eine knappe Geschichte. Und ich glaube, das war ein Diamantspieler, der fast einen Unreal-Spieler geholt hat. Nicht schlecht, Junge. Okay, dann machen wir jetzt Scrims, okay? Wir machen jetzt Scrims für Unreal-Spieler. Besorgt euch Loot und so weiter und so fort. Ihr dürft aber nicht gegeneinander fighten. Ich sag wann. So, also 1 Minute 3 Sekunden. Wenn die Zone hier berührt, dann geht's los, okay? Punkt. Wir machen das nochmal in der nächsten Season auf jeden Fall. Weil da wird's, glaube ich, nicht so einfach sein, in Unreal zu kommen. Das wird nicht so einfach sein. Es wird nicht einfach sein. Christian! Ich glaube, in der nächsten Season macht das auch viel mehr Sinn. Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Schnell, jetzt dürft ihr fighten! Weil jetzt hat die Zone die andere Zone berührt. Jetzt dürft ihr fighten, Junge. Bisschen Laser auf Emir, ja. Ninja gibt nochmal Marvin Pulse ab. Peaks ein bisschen am Hasseln hier. Oh, Peaks hat auch nicht so viele Buildings, ne? Warum hat er sich nicht noch mal ein bisschen was gefarmt? Guck mal, Dooley Dennis hat sehr viele Mets mit. Bei dem sieht gut aus. Ich glaube, der könnte hier richtig gut durchcarryen. Oh, Bro. Bei dem sieht aber am besten aus, Junge. Mit 500 Materials. Slot. Stark, Junge. Zanta auch nochmal hier am Start gegen Peaks, Digga. Peaks ist eigentlich voll der Schwitzer, Bro. Was macht der da? Aber der hat bestimmt keine Materials mehr, ne? Das kann sein. Ja, das war's, glaube ich. Ja, das war's. Santa mit 6 HP überlebt. Gerade noch an der Zone so vorbeigestreift. Aber ich habe mir echt gedacht, dass hier richtig die Post abgehen wird. Ich glaube, mit der nächsten Zone. Weil die müssen jetzt alle moven. 22 Spieler leben jetzt noch. Und jetzt move die Zone richtig eklig. Jetzt müssen die hier hoch, Digga. Oh, das wird unchristlich. Ist euch schon mal aufgefallen, wenn ihr einer Person zuguckt, die eine AK spielt, hört sich die AK komplett anders an in grau bis blau. Aber wenn ihr die selber spielt, dann hört die sich auch wieder komplett anders an. Also die blaue AK hört sich jetzt gerade so an wie die lilane oder wie die goldene AK. So hört sich normalerweise die lilane oder die goldene AK an. Aber weil wir ihm jetzt zugucken, hört sie sich auch wie so eine lilane oder goldene AK an. Ganz komisch, Digga.
Wo kommt der denn auf einmal? Hä, was hast du da gemacht, Digga? Ich hab dich ja gar nicht kommen sehen. Und der hat diese Taschenrisse mit, ne? Oh. Bro, das ist so schlau, im Endfight Taschenrisse mitzunehmen. Das ist ja mal geisteskrank, wie schlau das ist. Vor allem, wenn du dann echt im Endfight bist, dann schmeißt du einfach nur noch diese Taschenrisse, Digga. Und die Zone ist ja dann sowieso klein. Alter, Jackpot. Ohne Spaß. Das muss man sich auf jeden Fall merken, wenn man so Cups oder so spielt. Boah. Tschüss. Oh. Nein, Bro. Nein, Bro. Bei Eskukai auch dieselbe Geschichte, nur noch ein HP. Ich sehe gar nicht, wo die Zone kommt, ey. Ich wäre voll verwirrt im Endfight. 1 gegen 1 gegen 1 hier. Jilly, Kai und Bulldog, Digga. Oh. Wenn er jetzt noch die Taschenrisse hätte, reinschmeißen, easy clap. Oh, Jilly macht es nicht schlecht, Digga. Beide ungefähr gleich viel Leben. Ah, Bro. Ja, schade, Bulldog. Aber GG auf jeden Fall. JLLI 0. Zweite Runde. Champion Elite gegen Unreal. Champion Elite Spieler sind Gold. Unreal Spieler sind immer noch lila. Daniel, du bist in Unreal drinne? Was, Bro? Okay. Ah, hat der echt? Was ist das für ein Backbling, Digga? Yo, yo, das ist Elite, ne? Oh, Bro. Oh, und der hat sich auch diesen Gleiter freigeschaltet mit den Aufgaben. Das habe ich auch immer noch nicht gemacht, aber ich hole mir die Sachen noch, glaube ich, gar nicht, weil ich habe nur noch, glaube ich, eine Stunde Zeit. Hey, seit wann wächst ein Gras in einem Haus? Das Haus steht aber schon echt lange, ne? Aber jetzt dürfte ich normalerweise keine No-Skins sehen, weil ich den Performance-Modus rausgemacht habe. Princess Jolina S. Hat auch, glaube ich, Elite-Rang, ne? Oder? Ist das Elite? Ja, Junge, Elite, Bro. Holy shit. Okay. Luai Pro. Bei dem sehe ich leider den Rang nicht, aber der müsste Elite- oder Champion-Spieler sein, weil er halt eben die goldene Kombination hat, ne? Also, ich muss offen und ehrlich sagen, in der zweiten Runde jetzt gerade sehe ich relativ viele Champion-Elite-Spieler. Gar nicht mal so viele Unreal-Spieler. Also, jetzt gerade war der erste Unreal-Spieler und hier haben wir wieder einen Champion-Elite-Spieler, ne? Ich glaube, diesmal ist es eigentlich... Ich habe einen Hund. Siehst du, noch einer hier. Ich glaube, der ist auch Elite, ja. Ich habe einfach einen Kampfhund. Dann habe ich halt ab sofort einen Kampfhund. Okay, Bro, zieh durch. Hier haben wir noch einen Champion-Elite-Spieler, noch einen Champion-Elite-Spieler, noch einen Champion-Elite-Spieler. April Schwerer ist, glaube ich, ein Unreal-Spieler, ne? Hier sind 3, 4 Champion-Elite-Spieler. Kommt, Leute. Holt euch April. Komm, Lukas. Komm, Lukas, schnell. Holt euch den. Habt ihr einen Unreal-Spieler weniger. Los. In der Luft weglasern, komm. Ja, genau so, Bro. Let's go. Jetzt könnte es sein, dass die Unreal-Spieler es echt mal schwer haben. Aber ist halt auch schon echt krass. Aber normalerweise müssten Unreal-Spieler damit klarkommen. Elite und Champion. Hier ist auch nochmal ein Champion-Spieler. Unten ist ein Unreal-Spieler. Dooley Dennis ist Unreal, glaube ich, ne? Unreal, ja, der ist Unreal. Unreal gegen Champion-Spieler jetzt. Finn als Champion-Spieler und Dennis als Unreal. Komm, Finn, Junge. Komm, Finn, Junge. Finn, Junge! Da kommt noch ein Unreal-Spieler. Oh, Bro, er hat zu... Was? Okay, gegen 3 Unreal-Spieler, 3 Unreal-Spieler gegen einen Champion-Spieler. Aber du hast 1,5 Leute geholt. 1,5 Unreal-Spieler ist krass. Noch ein Unreal, okay. Wild Klux, der ist bestimmt Champion. Ja, ja, irgendwie Champion Elite, sehe ich aber leider nicht. Oh, das ist echt eine spannende Runde, Junge, mit den Elite und den Champion-Spielern. Ich kann echt überhaupt nicht sagen, dass die Unreal-Spieler hier gewinnen werden. Die müssen sich echt ins Zeug legen, weil die sind in der Unterzahl, definitiv. Die sind echt in der Unterzahl. Hier haben wir noch einen Elite- oder Champion-Spieler, weil der hat so goldenen Skin so mäßig halt, ne? Er ist eigentlich Lava, Digga, aber würde ich durchgehen lassen. Hope Clappet. Angeblich ein Unreal. Spieler, mhm. 3 Elite Champion gegen einen Unrealer. Komm, Leute, holt euch den. Der ist bei euch, Leute. Komm, Junge. Okay, hast du nochmal Glück gehabt, Bro. Oder vielleicht doch nicht, weil hier rechts ist auch noch einer. No Skin, brr. Okay, das ist aber jetzt kein goldener Skin, ne? Das ist ja eher komplett rot, Digga. Aha. Die haben sich beide gegeneinander gleichzeitig gekillt, Bro. Oh mein Gott, Junge. Das ist krass.
Eskukai Unreal gegen einen Elite-Spieler, glaube ich. X-Mess Arnox, glaube ich. Ja, Arnox, ne? Ja, Bro, kannst du auch nichts machen. Guck mal, zwei Unreal-Spieler gegen einen Champion oder Elite-Spieler. Boah, Japan, chill mal ein bisschen, Junge. Was soll das denn hier? Boah, der Skin sieht auch krass aus. Ich hatte damals einen Crush auf den. Muss ich offen und ehrlich gestehen. Ach, der braucht MP-Munition, Hund. Hund. Hat der, glaube ich, nicht MP-Munition. Hat der nicht. Doch, hat der. Gibt der. Ehrenmann. Okay, stark, Digga. Die führen so eine nonverbale Kommunikation. Ey, Mo. Mach nicht diesen, Digga. Und du bist ein goldener Skin. Das ist aber schwer zu erkennen hier. Und hier vorne sind auch ein paar Stück. Bei der Julina. Oh, Julina, Junge. Julina. Oha! Bro, richtig starke Edits gewesen, Junge. Was ist denn hier los? Habe ich jetzt gar nicht kommen gesehen. Krank, Digga. Any Sweaty. Einen hast du auf jeden Fall geholt. Ein Unreal-Spieler stark. Oh, Daniel, Bro, in Champion. Nee, das, was ist das für eine Liga, Digga? Das ist doch gar nicht mal Champion. Bruder, du bist in Bronze drinne, Bro, und spielst hier mit. Natürlich, ich sehe doch, welchen Rang du hast. Da! Du sagst, du bist nicht Bronze? Dann geh fighten. Zeig her, wie gut du bist. Du musst jetzt eh fighten, die kommen jetzt zu dir. Du bist besser? Okay, dann zeig. Er sagt, er ist besser als Bronze. Ja, okay, aber wenn 5 Stück auf einen draufgehen, wird auch schwierig, ne? Wenn 5 Stück auf einen draufgehen, wird halt auch echt schwierig. Sieht das denn jetzt aus? Also gerade am Anfang waren auf jeden Fall mehr Elite- und Champion-Spieler als Unreal-Spieler. Bro, sag doch nicht, dass wieder die Unreal-Spieler gewonnen haben. Ich habe echt am Anfang Hoffnung gehabt, dass die verlieren werden. Ach so, Diamant, ne? Er ist aber auch eigentlich nicht Dings, ne? Streifenfuchs, du, Junge. Was macht der? Der killt sich jetzt selber, oder was? Ehrenmann, Junge. Wenigstens bisse fair. Ja, ich glaube, Unreal hat wieder gewonnen. Lass euch nochmal ein bisschen so bis in den Endfight gehen. Obwohl, nee, wir haben hier noch einen Champion-Spieler. Aber ich möchte ja nicht seine Position verraten. Ich sehe auf jeden Fall, dass sie schon 1, 2, 3, 4 Stück hinfliegen, wie bekloppt. Bro, Alter, was wollt ihr alle von dem, Junge? Ja, das war's, Digga. Ja, Bro, egal wo ich zugucke, die Leute gehen sofort drauf. Ich muss halt jetzt eben noch die letzten Unreal und Champion-Spieler finden. Da kann ich leider nichts für, du. Ah, nee, ist noch nicht vorbei. Nee. Hier ist noch einer. Ja, bei mir ist gerade ein Wuff. Hab ich auch gehört. Du musst fighten, Bro. Du musst. Du musst jetzt, Sebastian, bei dir. Jetzt musst du gegen Sebastian fighten. Komm, zeig, was kannst. Ist schönes 1 gegen 1 Situation. Ist eine schöne 1 gegen 1 Situation. Okay, jetzt ist es dann doch nicht mehr eine 1 gegen 1 Situation. Die werden jetzt alle auf dich geiern, Junge. Es ging jetzt richtig fix, Bro. Aber das war's. 24 Unreal-Spieler. Der Rest ist, sind alle dead. Also Champion Elite gegen Unreal hat auch keine Chance. Dann würde ich jetzt sagen, machen wir jetzt noch eine Runde Scrims am Ende. So, also auf Basis halt eben warten, bis die Zone richtig klein wird. Und den Gewinner, der echt korrekt ist, den add ich dann in Fortnite, okay? Also ich würde sagen, sobald die lilane Zone die Zone hier vorne berührt, dann dürft ihr fighten. Okay, in 35 Sekunden geht der Fight los. Bitte macht euch alle bereit. 32 Sekunden, 31 nur noch. Die Sache wird gleich ernst, Leute. Die Sache wird gleich ernst. Bitte bereit machen. Und sobald die Zeit oben abgelaufen ist, dann geht's los, Leute. Oh, der hat sich nochmal hier einen Grappler geholt. Mit 0 Schuss, Bro. Oh mein Gott. Wie unlucky. Welch aber auch, Mann. Ey, noch nicht. Was macht ihr? Jetzt dürft ihr fighten. Guck mal, wie perfekt die aber auch gewartet haben, bis die Zeit abgelaufen ist, ne? Oh. Viele sind denn bitte hier auf dem Berg, Digga. Das ist derjenige, der in der ersten Runde gewonnen hat. Mal gucken, ob der das wieder schaffen wird. Wenn, haben wir gesagt, werden wir ihn adden. Aber in der ersten Runde hat halt eben die Leute ausgelacht. Aber wenn er jetzt gewinnen sollte und wieder lacht, dann adde ich den jetzt. Weil jetzt habe ich gesagt, ist egal. Eben, wir probiert zu pushen. Und noch ein Leben, der Kollege. Das wird schwierig. Schön, Digga. Der baut echt schnell. Japan gönnt sich nochmal ein Biggie Bigness. Hat eine goldene Tech parat, aber Pump wäre auf jeden Fall besser gewesen. Mal gucken, ob der sich den hier holt, den Gilly, der letzte Runde ersten Platz geholt hat. Bin gespannt. Noch ein Grapplerino, ja. Bin so gespannt auf die neue Season morgen, ne? Ihr könnt es euch nicht vorstellen, Alter. Also wegen den Skins, weil ich habe mir die Leaks nicht angeguckt. Aber ich glaube, morgen, wenn wir uns die Leaks und so angucken, dann werde ich sowieso die Skins sehen. Aber ich möchte mir jetzt noch nicht so die Vorfreude nehmen. Jetzt will ich es echt noch nicht wissen. Ja, Bro, da kannst du nichts machen mit 6 HP, ne? Was willst du machen, Bro?
Vor allem auch nur eine grüne Tag, grüne Dings, graue MP, grüne AR, drei Minis parat, das ist so wenig. Der hat heftigen Loot wieder hier, der Reason. Der hat echt kranken Loot, Mann. Dem Sebastian nochmal Big Damage gegeben. 4 Kills schon gemacht. Wer hat hier gerade die meisten Kills? Ja, Reason hat die meisten Kills momentan. Albo mit Afro, Wild DJ Greco. 5 Spieler jetzt noch. Sebastian, Danelle, Jilly lebt immer noch. Und Reason und Albo. Nee, ja, ja. Wir müssen jetzt einfach aus Prinzip denjenigen zugucken, der in der ersten Runde gewonnen hat. Der hat jetzt Nachteil, weil wir dem jetzt zugucken und alle wissen, wie viel Leben und so der hat. Aber ich meine, ist ja egal, weil der hat sowieso guten Loot, ne? Oh, Bro. Digga, was lasert der alles in der Luft, Junge? Aber der macht das hier echt gut, ne, mit High Ground holen. Gleich kommt die Polizei, Junge, ich sag dir ehrlich. Ja, jetzt hat er probiert zu nehmen, aber Sohn kommt direkt, der muss, ja, so ist... Oh mein Gott, noch Medkit, wenn er sich das geben könnte, das wäre Jackpot. Ja, das war's, Digga. Und jetzt Reason gegen Albo. Ich glaube, der will teamen. Nee, die fighten gegeneinander. Boah, war aber echt knapp, ne? Ich glaube, Greco hätte auch voll die Faxen gemacht am Ende. Ich glaube, der wollte nur so Pumpschuss drücken und schnell den epischen Sieg holen. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich glaube, in der nächsten Season wird das Ganze ein bisschen interessanter, weil in der Season sind halt echt einfach alle Unreal. Du musst echt ein, zwei Tage Fortnite Ranked spielen und du bist direkt in Unreal. Ist halt echt keine Meisterleistung in der Season gewesen. Ich hoffe, in der nächsten Season wird es vielleicht ein bisschen einfacher. Ja, ich würde mich echt über einen Like-Button freuen, Leute. Ich würde sagen, haut da rein.